Yes, baby. 4 Tage Sturm, konnten kaum raus auf die Flächen. Und wie es aussieht, haben wir jetzt den ersten vernünftigen Deckel am Band. Moin moin, hier geht's zum Fisch. Wenn man solche direkten Fangwegweiser hat, muss das ja definitiv was werden. Moin moin! Da antwortet einem keiner, die gucken alle ganz bedeppert. Moin moin! Moin! Ich grüße euch diesmal nicht aus dem Süden oder von irgendeinem schlammigen Ufer, wo wir auf Welte angeln. Dieses Mal sind wir am Grande Atlantik, am Nordmeer, ganz oben im Norden, in Wingwagen, im Wingwagen Fishing Camp unterwegs. Und wollen im Meer angeln. Ja, Meeresangeln ist ja für die meisten Angler, die noch nicht selber hier waren, oft so ein bisschen verpönt. Die sagen, den ganzen Tag hockst du hier im Boot und tust irgendwelche schweren Bleigewichte hoch und runter schicken. Aber das Meeresangeln kann auch sehr, sehr speziell sein. Und wir wollen uns heute mit dem Endgegner, mit dem König der Nordmeere anlegen, mit dem Heilbutt. Viele Angler denken, ja, das Heilbuttangeln, das gibt so viele Gerüchte und Erzählungen darüber, wie es denn jetzt funktioniert. Meistens sind es Zufallsfänge, die irgendwelche Angler beim Pilken haben, kriegen dann plötzlich einen großen Fisch drauf, der nimmt Schnur wie Sau, die Rolle rast. Ja, und dann sehen sie ihn kurz, dann geht er verloren. Manche haben auch das Glück, so einen Fisch dann landen zu können. Aber man kann auch ganz gezielt auf Heilbutt angeln. Das ist natürlich eine andere Liga dann, als so ein paar Dorsche oder Makrelen hier rauszuzoppeln. Und wie das genau funktioniert, welche Möglichkeiten, Methoden ihr da habt und welche Plätze ihr auf jeden Fall anfahren solltet auf der Suche nach diesem großen Blattfisch hier, dem König der Nordmeere, wie er oft genannt wird, das zeigen wir euch heute. Es wird auf jeden Fall ein bisschen ruppig draußen. Hier in Norwegen wechselt das Wetter stündlich, also Regen, Schnee, Hagelschauer, plötzlich wieder Sonne. Naja, schauen wir mal, wir sind gut vorbereitet, gut angezogen und ballern da jetzt mal raus. Drückt uns die Daumen, wir nehmen euch mit und zeigen euch ein bisschen, was wir machen. Oh, lecker. Catch and release. Rubby dubby. So, nach gefühlten 17 Minuten kommen jetzt auch die letzten Schlafnasen aus ihrer Bude. Die vorletzten, einer kommt noch. Wir sind jetzt nach einer wirklich ruppigen Fahrt mit viel Gischt trocken am Angelplatz angekommen. Angelplatz ist immer eine gute Frage, ne? Wenn man hier auf so einem riesen Meer sich befindet und scheinbar überall die Fische beißen, was auf jeden Fall nicht der Fall ist. Was ist der richtige Angelplatz oder das richtige Revier zum Heilbutt fangen, zum Heilbutt suchen? Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das wichtigste Hilfsmittel, wenn ihr auf dem Meer unterwegs seid, ist eine Seekarte von dem Revier, in dem ihr euch gerade befindet, oder natürlich der Kartenplotter eures Echolotes. Wir suchen nach sogenannten Bergen und großen Plateaus, wo viel Strömung herrscht, wo Untiefen bestehen, wo die Butts aus den tiefen Bereichen hoch ins Flache ziehen, die Kanten hoch schwabbeln, wo viel Futterfisch umherzieht. Genau in diesen Revieren müsst ihr die Heilbutt suchen, eure Köder anbieten.
Oh ja. Yes! Ey, das gibt's doch nicht. Boah, das kann nicht mal. Dort, wo nichts passiert. Petri, Chris. Ja, geil. Wir verfolgen beim Heilbutangeln zwei Techniken. Im Boot lassen wir zwei tote Ruten mitlaufen mit Köderfischen, knapp über Grund und eine im Mittelwasser. Und die anderen Angler an Bord angeln aktiv auf Heilbut mit der Spinnrute. Angeln hier draußen auf Heilbutt kommt relativ leichtes Gerät zum Einsatz. Also wir nutzen hier keine schweren Meeresruten, wir angeln relativ flach und auch mit dem leichten Gerät ist es euch möglich, Gewässertiefen bis zu 50 Meter zu erreichen. Wir suchen uns hier draußen auf dem Meer lange Flächen, am besten ist so ein Mischgrund, Sand, wieder ein paar Pflanzen, da liegt der Heilbutt drin und beangeln die mit Gummifischen zwischen 12 und 20 Zentimetern. Je größer der Gummi, desto mehr Wasserwiderstand hat er, also desto mehr Probleme bekommt er auch bei einer starken Drift. Und Drift ist das beste Argument oder Schlagwort momentan. Ihr müsst probieren, egal auf welchen Meeresräuber ihr es abgesehen habt, euch ein bisschen nach den Gezeiten richten. Nicht einfach starten, wenn ihr gerade aufwacht und die Sonne scheint, sondern schaut in dem Gebiet, wo ihr unterwegs seid, auf eure App oder fragt euren Campbetreiber, wo ihr hier unten euer Boot mietet, wie die Gezeiten fallen. Im bestimmten Abschnitt geht das Meer bei den Gezeiten einmal hoch, das nennt man Flut, und einmal wieder runter bei Ebbe, und da herrscht die meiste Strömung im Meer. Da wird viel Nahrung durchgespült und da sind auch die ganzen Fische, die Meeresräuber hier in Norwegen aktiv. Als Köder zum Heilbuttangeln habe ich euch hier mal so ein paar fängige und gängige Modelle rausgesucht. Je nach Wetterlage, je nach Sonnenschein kommen da ganz unterschiedliche Farben zum Einsatz und je nach Drift auch die Bleiköpfe. Unter 50 Gramm, behaupte ich mal, braucht ihr gar nicht anfangen, auch im flachen Wasser. Diese Fische mit einem guten Schwanzteller hinten dran, die richtig Druck machen, haben auch viel Wasserwiderstand. Könnt ihr mit einem 50 Gramm Kopf fischen, wenn es dann tiefer wird, 50, 60 Meter, wo wir gerade unterwegs sind, fischen wir 60 bis 100 Gramm, je nach Drift und Wind, den ihr auf dem Boot habt. Ist ein reines Wurfangeln. Ihr werft euren Köder in die Abdrift oder in die Vordrift, je nachdem, wo ihr euren Platz hier im Boot findet. Da kann man sich ganz gut organisieren. Lasst den Köder dann zum Grund absinken und kurbelt ihn dann ganz langsam, so langsam wie ihr drehen könnt, langsam wieder zum Boot hoch. Der Heilbutt ist ein sehr fauler Lauerjäger. Der erspäht seine Beute und schwappelt der dann langsam unter Wasser hinterher. Er nimmt die Verfolgung auf. Wenn der Köder zu schnell wird, kann es sein, dass er das Interesse verliert. Wenn der Köder wieder auf ihn zurückgejuggelt kommt, dann wird er auch das Interesse verlieren. Denn der König des Meeres kennt es nicht, dass eine Beute auf ihn zurückschwimmt. Haut alles ab, wenn der Junge unterwegs ist. Deswegen immer wieder langsam zum Boot hochkurbeln. Das Wasser auch ein bisschen beobachten. Viele Butts gehen teilweise bis an die Oberfläche mit, bevor sie euren Köder nehmen. Also nicht zu schnell rausziehen. Da kann man teilweise ganz spannendes Heilbutt-Kino hier erleben. Könnt ihr mal auf meinem YouTube-Kanal schauen. Da seht ihr spannende Momente, wo ein Butt dem Gummi hinterhergeht. Moment, ich blende euch hier mal ein. Da seht ihr das. Ist doch Wahnsinn, oder? Im Boot ist Radau, der Fisch turnt um diesen Gummi an der Oberfläche herum. Der Heilbutt kennt keine Gegner oder keine Gefahr hier auf dem Meer. Er kennt auch in den meisten Fällen nicht den Angler. In Gewässern, wo viel Catch and Release betrieben wird, sind die Fische immer scheuer, kennen viele Köder und verhalten sich anders. Aber hier draußen auf dem Meer, die meisten Butts werden hier heutzutage leider immer noch mitgenommen von den Anglern. Wir versuchen hier die Fische zurückzusetzen. Da seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr die Verfolgung eures Köders aufgenommen habt, dass ihr auch einen Biss kriegt. Und dann glüht die Rollenbremse. 56 Meter voll drauf. Erst hat er dann angestupst, und dann ging das nur anders. Und relativ zügig. Yeah.
der Crafty Fisherman, mein Partner Benny, mit dem nächsten schönen, sehr massiven Beifang beim Heilbuttangeln. Das ist ein krasser Seelachs. Und da denkt man auch im Anfang, das ist ein Heilbutt, weil die gehen richtig vorwärts, die Teile. Wahnsinnsfisch. Wahnsinn. 56 Meter Wassertiefe, ganz langsam beim Durchkorbeln, hat es einmal tock gemacht. Und da habe ich weitergekorbelt, weil Stefan schon immer gesagt hat, das ist ein typischer Biss. Ja, und beim Hochziehen kurz vom Boot auf einmal nur noch Druck und es ging nur noch andersrum. Ich habe gleich aus Panik den Motor angemacht, bin hinterher gefahren, weil der auf die leichte Spinnrute gebissen hat. Aber Wahnsinnsfight. Ich dachte wirklich erst die ganze Zeit ein Butt und jetzt so ein krasser Fisch. Wahnsinn. Das Angeln mit der Spinnrute ist natürlich richtiges Arbeitsangeln. Also viele behaupten, der Heilbutt ist der Fisch der 1000 Würfe. Er kann beim ersten Wurf einsteigen, manchmal nach vielen Tagen. Also da gilt es wirklich dranbleiben. Aber in diesen Phasen, wo ihr auf Heilbutt draußen seid, mit den genannten Ködergrößen, habt ihr natürlich mega Beifänge und da geht es richtig vorwärts. Große Seelachse, Pollachs und richtig gute Dorsche. Schrauben sich natürlich auch Gummis in dieser Größe am Grund unten. Am Grund geht es rund unten rein. Da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig beim Werfen, beim Durchangeln auf den Heilbutt. Mega Dorsch, Hammer. Aber auch der Heilbutt kann als Beifang hier in Norwegen jederzeit an den Haken gehen. Wie hier beim Köderfischangeln mit einem Pilker knapp über Grund. Beim aktiven Wurfangeln hier draußen auf dem Meer machen viele den Fehler, dass sie viel zu schweres Gerät dabei haben. Und mit einer schweren Rute, mit einer schweren Rolle und mit einer dicken Schnur angelt ihr hier nicht lange, weil es einfach keinen Spaß macht und ihr euren Köder nicht dorthin bekommt, wo der Heilbutt auf ihn wartet. Und das ist am Grund. Wir angeln hier, kann man so sagen, schweres Hechtgerät, Ruten in einer Länge von 2,40 Meter bis 2,70 Meter. Mit einem Wurfgewicht bis 120 Gramm. Also das sind auch Ruten, die ihr daheim am Hechtsee benutzen könnt, beim Hechtangeln. Ich habe jetzt hier eine 4000er Rolle drauf. Ich fische sehr gern die Quantum Carbos, eine salzwasserfeste Rolle. Die habe ich jetzt schon viele Jahre hier in Norwegen im Einsatz, dreht noch wie am ersten Tag. Als Rute benutze ich die Smoke von Quantum mit einer Länge von 2,70 Meter und einem Wurfgewicht bis 105 Gramm. Da seid ihr bestens ausgerüstet. Ihr habt schönes Ködergefühl, habt nicht zu schweres Gerät in der Hand und habt auf jeden Fall Gerät, was ihr universell zu Hause beim Hechtangeln, aber auch hier in Norwegen beim Heilbuttangeln einsetzen könnt. Im Hintergrund, ganz spannend, drillt gerade jemand. Das sind hier die Live-Videos vom Wasser. Ich schwenke gerade mal mit der Kamera um. Achim ist am Fisch. Und hat hier selbst zur Mittagszeit, wo das Meer relativ brach liegt, wir kaum mehr Flut haben, einen guten Fisch im Drill. Na, der könnte dann nochmal größer sein, aber macht trotzdem Spaß. Die ganze Zeit tote Hose, wa? Und das ist auch wichtig beim Halbbutangeln, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt und mal immer mal wieder was an der Schnur zappeln hat, weil sonst verliert man ganz schnell die Lust, wie hier der junge Mann im Hintergrund. Aber auch das ist möglich beim Meeresangeln. Einfach mal ein Päuschen machen, neue Kraft sammeln und dann geht's weiter.
Wenn ihr nicht genau wisst, welchen Gummifisch ihr genau beim Fachhändler eures Vertrauens wählen sollt, der hat ja wahrscheinlich eine riesen Auswahl, schaut auf jeden Fall drauf, dass ihr ein paar unterschiedliche Farben dabei habt, ein bisschen was Natürliches, ein bisschen was Grelles, hier wie dieser rote Schwanzteller, das macht die Fische hier im Meer rasend, je nach Wetterlage. Ich fische sehr gerne den Quantum Paddler, das ist ein toller Gummi, er ist richtig schön flexibel, gibt es in verschiedenen Größen. Und damit könnt ihr hier eine große Artenvielfalt abdecken. Da steht der Halbut drauf, aber ihr habt auch spannende Seelachs, Pollack oder Dorschfänge. Abwechslung muss sein, sonst kann es ganz schnell so ein Halbut-Tag hier draußen auf dem Meer langweilig werden. Aber wie ein guter alter Freund von mir sagt, in Norwegen fressen Fische Fische. Wenn da irgendwas Zappliges an eurer Aktivroute vom Grund langsam zur Oberfläche hochschießt, werde auf jeden Fall Aktion bekommen. Apropos Zähne, ganz wichtig ist natürlich, dass ihr ein vernünftiges Vorfach verwendet. Die Vorfächer hier beim aktiven Angeln sind ca. 60 bis 80 cm lang, dass ihr noch vernünftig werfen könnt. Und ich rate euch dazu einem monophilen Vorfach in der Stärke von 0,80 bis zu 1 mm. Das hält auf jeden Fall den Zähnen hier der Meeresräuber stand. Versteift euren Köder ein bisschen beim Werfen und garantiert auf jeden Fall eine zuverlässige Tragkraft im Drill. Die Hauptschnur auf meiner Rolle ist eine 0,18er, ihr könnt auch eine 0,20er nehmen. Achtet darauf, dass es eine schön eng geflochtene, am besten eine achtfach geflochtene Schnur ist, die schön leicht von der Rolle wegschießt. Je dünner, je besser natürlich beim Meeresangeln, desto weniger Wasserwiderstand habt ihr. Vor allen Dingen, wenn ihr in die Tiefen gefilten wollt. Eine dicke Schnur hat zwar eine höhere Tragkraft, aber ihr schafft es kaum, euren Köder in richtig tiefes Wasser. Also beim Halbutangeln mit der aktiven, leichten Rute sprechen wir da von Wassertiefen bis zu 60 Metern bei einer möglichen Drift runterzulassen. Und eine vernünftige 0,18er bis 0,20er geflochtene Schnur hält jeden Fischstand, wenn der Knoten richtig passt, der Verbindungsknoten. Ich nutze da sehr gerne diese No-Knot-Systeme, die vorne am Vorfach eingehangen sind. Da erhalte ich mir die höchste Tragkraft meiner Schnur. Das muss einfach nur gewickelt werden, weil manche Knoten sind schon relativ schwierig bei den dünn geflochtenen Schnüren. Wenn dann Druck drauf kommt, kann sich die Schnur an den Wicklungen selber zerschneiden. Und mit so einem No-Knot seid ihr auf jeden Fall hier auf der sicheren Seite. Oben drüber über meiner Spinnrute läuft so eine kleine Perle. Die könnt ihr, glaube ich, gut erkennen. Die ist dafür da, dass ihr euren Spitzenring der Spinnrute, manchmal geht es ja schnell, wenn ihr hochleiert und dann knallt euch dieser Knotenlosverbinder mit dem Wirbel in den Spitzenring, ist mal schnell so eine Sig-Einlage geplatzt, kaputt. Und dafür ist einfach diese Perle hier oben drauf als Schutz. Die stört auch überhaupt nicht beim Werfen und schont eure Ringe. Für die faulen Angler unter euch, ich habe ja vorhin was von den faulen Ruten erzählt, nutzen wir Driftmontagen, die während dem Spinnfischen, während dem aktiven Angeln vom treibenden Boot hier draußen auf den Flächen eingesetzt werden können. Das ist eigentlich relativ einfaches Angeln. Da kommen solche Schleppleie hier zum Einsatz, zwischen 300 und 400 Gramm. Ihr nutzt ein langes Monovorfach in der Stärke von 1,2 mm. Auf einem Vorfach läuft das Blei. Unter dem Blei kommt dann nochmal ein 1,50 m langes, 1,2 mm starkes Mono. Und je nach Ködergröße, wenn ihr einen kleinen Hering ködert, nur mit dem Einzelhaken. Oder bei größeren Köderfischen, bei kleineren Köhlern, kommt ein Doppelhakensystem zum Einsatz. Ich benutze hier den 8.0er Megahook von Black Cat und hinten den Ghost Hook. Den Ghost Hook kennen ja die meisten. Im Süßwasser ist er eine richtige Waffe, aber ja auch draußen im Salzwasser in Norwegen zur fängigen, aggressiven Köderung eines Baitfischs unten ist der Ghost Hook super geeignet. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir die Köder befestigen und dann lassen wir unsere Köder in die Tiefe. Die Köderfische werden draußen am Angelplatz frisch gefangen.
Zum Einsatz kommen Heringe und kleine Köhler. Hier seht ihr die zwei Hauptakteure, Hering und ein kleiner Köhler. Das ist schon ein richtig guter Köder für einen Heilbutt, aber überhaupt kein Problem, den smackt der richtig weg. Und wenn Heringsschwärme bei euch in Bootsnähe sind, das erkennt ihr an so roten Blasen auf dem Echolot, fangt ihr diese Teile auch ganz schnell mit so einem Paternoster-System unten dran. Pilger, wenn ihr draußen seid, beim Angeln runterlassen, euch ein paar Köder organisieren und dann geht es schon los. Wenn Heringe da sind, gilt der Hering als Topköder für alle Meeresräuber und ansonsten vertrauen wir hier auf diese Köhler. Beim Hering, wie gesagt, kommt nur ein Einzelhaken zum Einsatz. Der Hering ist sehr weich, den schiebt er ihm schön durch den Kopf. Ich gehe dann mit der Hakenspitze zuerst hier oben durch die Kopfplatte und gehe dann unten raus. Und wenn ihr die Köhler ködert, dann ködert ihr die genauso wie beim Welsangeln. Ich gehe dann von unten nach oben durch die Kopfplatte durch. Der Ghostdruck wird dann hier hinten an der Seite am Schwanzende gesetzt. Der Heilbutt frisst den Köder oder seine Beute meist von hinten. Er schiebt so richtig drüber. Die Ausrüstung für die Totenruten, für das Deadbait-Angeln hier draußen, fällt natürlich etwas schwerer aus als beim Spinnfischen, denn die Totenruten, die faulen Ruten, faulen den ganzen Tag, faulen ist vielleicht ein doofes Wort, liegen im Boot und fristen da ihr Dasein. Ich habe hier eine kleine Multirolle drauf, die MA12, die Finor Marquesa, bin ich sehr zufrieden mit dem Teil, absolut für Salzwasser geeignet. Eine Inliner-Rute nutze ich als Hauptrute hier. Ihr könnt ihr auch eine normale beringte Rute nehmen. Ich nehme ganz sehr gerne diese Inliner auf dem Boot, weil es einfach keine Verhedderungen gibt. Hier habe ich jetzt die Battle Cat von Black Cat, also auch wieder eine Rute aus dem Welsbereich, kann hier mehr zum Einsatz kommen. Mit einer Länge von 2,20 Meter und einem Wurfgewicht bis 250 Gramm. Als Hauptschnur habe ich eine 22er geflochtene montiert, gerne in einer auffälligen Farbe, dass ihr bei schlechten Sichtverhältnissen seht, wie eure Schnur zum Köder runter driftet, also wo eure Schnur sich hinbewegt. Oftmals kommt es auch vor, dass der Butt unten den Köder nimmt und einfach nur ein bisschen nach links oder rechts oder sogar unterm Boot durchgeht. Man den Biss gar nicht gleich richtig merkt, wenn der Heilbutt den Köder aufgenommen hat. Und da ist es natürlich gut, wenn alle anderen Totenruten nach hinten raushängen und einen plötzlich unterm Boot durchwandert, dass man eine sichtbare Schnur hat. So viel zur Ausrüstung. Jetzt geht's schon los. Ich lasse den Köder bis zum Grund runter, bis das Blei aufschlägt. Und je nach Gewässertiefe, wenn wir im flachen Wasser angeln, sage ich mal bei 10 Meter Wassertiefe, setze ich ihn so 3-4 Meter über Grund. Und wenn wir bei 50 Meter unterwegs sind, staffel ich die Ruten ein bisschen. Ein Köder wandert 5 Meter über Grund, der zweite Köder von der toten Rute so 10 Meter über Grund. Dass der Heilbutt mit seinen Klubschaugen, die ja nach oben gerichtet sind, schön die Silhouette des Köders im Meer erkennen kann und dann seine Beute verfolgen kann. Nachdem die richtige Angeltiefe gefunden ist, wird die Bremse der Multirolle geöffnet und die Rute im Boot abgelegt. Um die Rute auch bei harten und schnellen Anbissen zu schützen, sichere ich diese nochmal zusätzlich im Boot. Bis zu 3 tote Ruten können so problemlos bei einer Drift ausgelegt werden. Das Warten auf den Heilbutt beginnt. Auf dem Echolot können wir gut unsere Köderlinie verfolgen und auch unsere Driftstrecke beobachten. Kurz nachdem ein Rudel Schweinswale in unmittelbarer Bootsnähe auftaucht, bekommen wir den ersten Biss. Nach kurzem Drill taucht ein kleiner Heilbutt an der Oberfläche auf. Der kleine Heilbutt war sehr gierig und hat den Hering mit dem Kopf vorangenommen. Küsschen, das muss sein. Küsschen muss. Ja, du kriegst ein Küsschen.
Und dann kam der kleine König der Nordmeere wieder schnell zurück ins Wasser. Klein, aber fein. Und der kleine Butt hatte hier den Hering am Einzelhaken zum Fressen gern. So kann es weitergehen. Wir werden später auf jeden Fall noch richtiges Dreckwetter bekommen. Behaltet also immer den Wetterbericht ein bisschen im Auge, wenn ihr hier draußen seid. Aber ein paar Stunden bleiben uns noch. Mal gucken, was da noch geht. Mit zunehmender Strömung am späten Nachmittag kam der nächste Biss. Ui, doch, gut. Das ist gut. Das ist gut, ja. Yes, Baby! Lass ihn laufen in der Tür. Gut, ja. Vier Tage Sturm, konnten kaum raus auf die Flächen. Und wie es aussieht, haben wir jetzt den ersten vernünftigen Deckel am Band. Langsam, wenn er oben ist. Druck halten, Druck halten. Achtung, geht runter der Fisch. Jetzt kommt irgendwas. Schön Druck vom Boot weg, halt wieder nach außen gehen mit der Route. Ja! Ja. Lang gekämpft für diesen Fisch, aber das ist Halbutangeln. Die Sonne scheint, der Wind hat etwas aufgehört noch. Heute Mittag kriegt man die nächste Böe und der erste gute Fisch ist am Band. Rock'n'Roll, Baby! Einige Stunden später schlug das Wetter wieder um. Wellenberge türmten sich auf und Sturmböen fegten über das Meer. Die Fischerei wurde immer schwieriger und wir mussten den Rückzug antreten. Denn eine weite und von Wellen gepeitschte Rückfahrt stand uns bevor. Mann, war das ein Ritt, die Heimfahrt. Absoluter Wahnsinn, da ging es richtig zur Sache. Also ohne gute Bekleidung hat man zeitweise hier in Norwegen überhaupt keine Chance. Das Wetter ist wechselhaft wie die Hölle. Erst ist Sonnenschein, hier im Hintergrund scheint die Sonne. Hier vorne zieht eine riesige Nebelwand auf. Eben hat man noch Hagelschauer und richtig starken Regen da draußen. Also auf ganz wechselhaftes Wetter müsst ihr auf jeden Fall, vor allen Dingen jetzt im Frühjahr, vorbereitet sein, wenn ihr selber mal nach Norwegen zum Angeln fahren wollt. Ich kann euch einen guten Tipp geben. Einen der sichersten und zuverlässigsten Wetterdienste hier in Norwegen ist die Homepage yr.no. Da bekommt ihr stündlich die richtigen Wettermeldungen für euer Revier. Ihr müsst nur oben den Ort eingeben, in dem ihr euch befindet, das Gebiet, und habt einen genauen Überblick, wenn ihr raus aufs Meer fahrt, wie das Wetter sich in den nächsten Stunden entwickeln wird. Also diese Seite ist sehr zuverlässig. yr.no habt ihr auf jeden Fall auf eurem Handy aktiv. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Film. Es ist ja wirklich das Meeresangeln
ganz anders, als die meisten es erwarten, die noch nicht selber hier waren. Also man erlebt spannende Drills, man erlebt eine riesen Herausforderung. Es ist nicht einfach so plump, wie viele vermuten, dass da irgendwelche Angler in irgendwelchen dicken Regenanzügen auf irgendwelchen Booten rumsitzen und irgendwelche Pilger nur stumpfsinnig hoch und runter bewegen. Nein, das Meeresangeln ist schon viel, viel mehr. Man muss schon genau wissen, was man hier tut, zu welcher Zeit man an welchem Ort angelt. Man muss ein bisschen mit der Ebbe und Flut hier arbeiten und hat jederzeit die Möglichkeit oder die Chance, riesige Fische hier fangen zu können und wirklich spannende, sehr, sehr spannende und herausfordernde Drills zu erleben. Wenn ihr selber mal Lust habt, hier Norwegen zu bereisen und das Abenteuer Meeresangeln zu erleben, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, schaut euch mal das Wingwagen Fishing Camp an. Buchen könnt ihr das über Andres Angelreisen oder wenn ihr mal so eine geführte Halbe-Tour machen wollt, wo es natürlich auch auf andere Meeresräuber geht, wo ihr das A und O des Meeresangeln erlernen könnt, meldet euch einfach bei mir. Jedes Jahr im Mai und Juni biete ich zusammen mit meinen Partnern hier geführte Meerestouren an. Wir haben große Boote, wir haben eine ganz tolle Anlage, gemütliche Ferienwohnung am Start und haben natürlich auch das richtige Tackle für euch dabei. In diesem Sinne, viele Grüße aus dem hohen Norden. Alles Gute, dicke Fische für euch. Ciao, ciao, euer Stefan.